geduscht und wir werden jetzt wahrscheinlich runtergehen zum Essen. Die ganzen Klamotten, die ich letztes Jahr im Schrank gelassen habe, dieses Mal habe ich die Ansicht, kriege ich Niesanfälle durch den Staub, der sich da angesammelt hat. Ich muss die alle mal durchwaschen morgen. Oh, ganz furchtbar. Naja, wir waren gerade im Pool, haben geduscht und gehen jetzt wahrscheinlich runter nach Alan ihre Vater. So, das ist ein Tier. Naja. Ist unheimlich heiß heute. Ich habe mir auch eben so eine fetthaltige Creme drauf gemacht und das macht das Ganze noch unangenehmer. So, mein Mann spricht nochmal eben mit dem Typen vom Garten. Und das Ding ist auch bestimmt trocken, das kann ich mal runternehmen. Ne? Ich habe so eine fettige Creme drauf gemacht. Kriegt das nicht wieder ab, ne? Zeige ich euch mal. Oh, die ist so eklig. Die ist für gestresste Haut und die hatte ich letztes Jahr schon mitgenommen. Die habe ich mal in einem, die hatte ich mal in einer Beauty Box bei mir in Hamburg noch. Die ist also bestimmt 2 Jahre alt oder so, die Creme. Und dann war sie hier auch noch in der ganzen Hitze immer hier drin. Diese von Schülke, diese Creme. Oh mein Gott, die habe ich mir ins Gesicht geschmiert. Die haftet auch in jeder Pore. Es geht überhaupt nicht mehr ab. Ich habe mir das mit dem Tuch abgeschmiert, aber ich kriege das nicht runter. Da muss ich gleich mal mit dem, weiß ich nicht, mit Cologne oder so dran. Cologne. Vielleicht geht das damit ab. So, jetzt lasse ich mal ein bisschen meine Haare trocknen. Und dann, hier hatte ich Wäsche gewaschen vorhin. Die ist bestimmt auch trocken. Und das Ding ist auch trocken. Das ist nämlich so ein Bett zum Aufblasen. Das hatten wir damals für meinen Enkel geholt, als der hier übernachtet hatte, immer letztes Jahr. Das muss wieder nach oben. Mein Sohn dachte, das sei eine Luftmatratze. Ist es er aber nicht. Und leg die mal hier hin auf die Erde. Ich glaube, die ist ein bisschen dreckig, aber mir, dann fallen die Jungs jetzt da drüber, ne? Oh, Mensch. Bringen wir sie nach oben. Sei nicht so faul. Oben muss ich auch aufräumen. Das mache ich aber erst, wenn mein Mann weg ist. Weil, ja, warum? Ich habe keine Lust jetzt. Das auch noch von meinem Enkel. Das haben wir letztes Jahr gekauft. Ja, so. Jetzt sind wir hier im Obergeschoss. Und so. Hier hat man ja einen ganz guten Blick auf. Aber ein bisschen sehen wir da hinten auch das Meer. Jo. So ist das, ne? So. Hier machen wir aber erst sauber, wenn alle weg sind, beziehungsweise wenn mein Mann weg ist. So. Treppe wieder runter. Wieso haben die Licht an da? Mein Mann hat heute Morgen auch schon gemeckert. Musst du jetzt sauber machen? Das kannst du doch machen, wenn ich weg bin. Ich hatte ja hier überall wieder umgestellt und überall geputzt und gemacht und getan. Also ich habe jetzt das da hingestellt. Das sind alles masse Dinge, die habe ich aus der Maschine geholt. Ich habe auch alle Bilder hier abgemacht, weil das sah alles so wuselig, so unordentlich aus. Ich hatte ja die Gardinen abgemacht, aber ich überlege mir, ob ich nicht doch wieder die Seitenschale dran mache, weil so sieht das auch echt leer aus, ne? Naja, mal gucken. So. Wie so eine Fettschicht auf meiner Haut. Ich habe auch keinen, sag mal, Gesichtswasser mitgenommen. Brauche ich auch nicht. Ja, Haare mögen das alles natürlich nicht, ne? Chlor und den ganzen Kram. Naja, egal. Ich hoffe nur, dass das jetzt hier nicht so fettig wird wieder. Ich hatte mit Shampoo gewaschen, eben mit Gliss-Kur-Shampoo. Und mit Gliss-Kur-Shampoo und eine Spülung von Fructis. Also damit bin ich hier sehr zufrieden. Die Fructis-Spülung funktioniert richtig gut. Warte, ich sag's euch, hier ist was los. Überall Stimmen, überall Betrieb. Die Jungs sind auch wieder da. Von dem unserem Gartenmenschen, der wohnt ja hier genau gegenüber. Und da wohnt er. Das ist natürlich sehr praktisch. Und hier ist ein bisschen aufgerissen. Das Kleid habe ich übrigens auch mal selber genäht.
Vor 2 Jahren oder so. Heute Morgen kam die Engländerin zu uns. Wir haben hier gleich das Haus nebenan gehört, einer englischen Frau. Und die hat gesagt, ganz freundlich und ganz lieb, dass ich jeden Morgen die Zigarettenkippen da weg machen muss, weil mein Sohn die da über den Zaun rüber flutschen lässt. Ja. Da habe ich mich ja bei mir auch schon immer geärgert, dass er die immer auf meinen Boden schmeißt. Da hat er heute Morgen erstmal Ärger gekriegt. Ja, aber die war sehr nett, ne? Ich muss das von meinem Gesicht runterkriegen, ne? Das ist ja echt so eklig. Ich werde ein bisschen Zitronenwasser machen und versuchen, das mit der Zitrone abzukriegen. Ich finde mir nicht cool, jetzt wäre ich hier fast ausgerutscht. Wenn man hier ohne Schuhe langläuft, ist das wirklich sehr rutschig. Meine Zitronen hier und den schmieren wir uns das mal ins Gesicht und verreinigen das mal ab. So, das einmal dahin stellen und eine Zitrone aufschneiden. Guck mal, richtig schön. So, mache ich das mal da rein. Bisschen Wasser und ein Wattepad hole ich mal eben. So saftig ist die Zitrone. Echt richtig viel Saft kommt da raus. Oh, herrlich. Genau, also ich werde mir das jetzt einmal ich hätte auch Apfelessig nehmen können. Ich habe hier nämlich Apfelessig, aber egal. Zitrone geht auch. Schmieren wir uns das Ganze mal runter hier. Mensch, geh noch mal rein. So. Einmal ausspülen. Noch mal rein. Gut. Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Zitrone packe ich mal wieder in den Kühlschrank. Die mache ich mir mal morgen in mein Wasser rein. Oder nachher, wenn ich das trinken möchte. So, okay. So, dann lasse ich das einmal so antrocknen und dann hoffe ich, dass ich den fettigen Kram losgeworden bin. Ja. Ja, mein Mann spricht da immer noch. Meine Brille. Wir haben hier nämlich ganz viele tolle Bilder. Also einmal das hier. Das finde ich auch richtig schön. Und dann haben sie dieses Bild. Finde ich auch richtig schön. Ich muss da noch so den richtigen Platz für finden. Ich habe jetzt erstmal alle abgemacht und dann werde ich das alles mal neu sortieren. Mal gucken, wie das dann aussieht. Wo sind die denn hin? Keiner da? Die Abendsonne. Tja. Hier sind übrigens unsere Strandstühle, die wir immer mit zum Strand nehmen. Da hatten wir mal 2 Stück gekauft vor 2 Jahren und so einen Sonnenschirm auch für den Strand. Hier sind noch die Schwimmflügel von meinem Enkel vom letzten Jahr. Ja, so ist das. Wäsche abhängen muss ich auch noch.
Ich kein Bock. Kein Bock. Ich mache mal meine Haare kämmen. Moment. Hatte ich euch verkehrt rum eben. So, ein bisschen unprofessionell steht ihr hier jetzt, aber egal. Ja. Wir sind immer noch hier. Mein Mann ist noch am Quatschen. Ja, die haben einige Dinge zu besprechen. Ich möchte nämlich hier vor die Gartenanlage Schlösser einbauen überall. Damit das alles abgeschlossen werden kann immer. Und dafür sind noch einige Dinge zu besprechen. Und das machen die, glaube ich, gerade. So. Mal nochmal so einen Scheitel ziehen. Ich habe hier nämlich meine ganzen Sachen vom letzten Jahr noch liegen. Ich kann mal gucken, was wir hier alles so haben. Einmal solche Geschichten. Was ist das? Ohne Brille sieht die Oma ja nichts. Mal gucken. Was ist das? Ja, die steht doof, ne? Aber jetzt nicht anders. Nail Polish Remover Pads, die funktionieren bestimmt noch. Und die sind, glaube ich, noch von Emmel, als sie hier war. Ich glaube, das sind ihre. Hier habe ich meinen anderen, habe ich den mitgenommen. Hierher hatte ich gesucht. Hier haben wir noch eine Isana Lash Color Augenbrauen und Wimpernfarbe Farbgel Nummer 2. Und oh, bitteschön, ist das andere. Hier ist noch mein Magnetreifen. Jetzt scheint die fertig zu sein. So. Mein Mann geht nochmal nach unten, hat er mir eben erzählt. Wollen die Schlösser doch noch kaufen jetzt. Dann habe ich das noch hier. Mein Maybelline Puder. Aber ansonsten habe ich keinerlei Foundation. Ich habe hier überhaupt nichts. Sehr eigenartig. Kann man sein Handy hier liegen lassen? Ah, das ist ein altes Handy. Okay. So. So ist das. Dann haben wir noch ein Parfum hier von Larivée. Hatte ich auch mitgenommen. Erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Riecht gut. Hm. Die Hitze hat dem Parfum nichts ausgemacht. So. Und dann habe ich noch dieses gute Instrument hier. Das habe ich überall gesucht, weil damit kann man gut die Medien rausholen hier überall. Das habe ich das ist eigentlich aus meiner Kosmetika-Ausbildung noch herstammend. Ich habe das überall gesucht. Ich habe schon mir gedacht, dass das hier ist. Genau, das ist ja nun mal nicht schlecht. Ja, und dann hatte ich letztes Jahr auch einen Spiegel mitgenommen. Mein... ich hatte ja zwei davon. Und ansonsten haben wir noch diese Creme, aber ich mache mir jetzt keine Creme drauf. Die hatte ich ja mitgenommen aus Deutschland von Today. Und dann haben wir das Maximum Protection Rexona. Das habe ich heute aber nicht drauf gemacht, weil es ist schon spät und ich brauche auch nichts mehr. Dann ist das diese Creme, ne? Die echt klebt wie Sau. Also fürs Gesicht würde ich das auf keinen Fall empfehlen. Jedenfalls nichts, wenn man noch irgendwo hin will, weil die Haare, also und nicht bei der Hitze vor allem. Also intensive Pflege für beanspruchte Haut unterstützt die natürliche Hautgeneration. Aber ich habe mir das volle Pulle ins Gesicht geschmiert mit Panthenol. Intensive Pflege für am unterschiedlichen. Oh ja, intensiv, ja, mehr steht auch nicht drauf, ne? Von Schülke. Wir haben hier noch die Packung. Ich habe das bestimmt mal von aus der Beautybox oder aus der, nicht aus der Beautybox, sondern aus der Apothekenbox mitgebracht. Könnte ich mir vorstellen. Oder Emmel hat das gekauft, das kann auch sein.
pflegt gereizte, trockene und schuppige Haut. Panthenol unterstützt die natürliche Hautgeneration. Bisabolol wirkt hautberuhigend, auch zur Narben- und Tattoobehandlung, dermatologisch getestet, frei von Parfum und Farbstoffen. Ja, aber die klebt so wahnsinnig doll. Wisst ihr, die kriegst du ja auch nicht ab. Ich habe ja jetzt mit Zitronenwasser bin ich reingegangen, habe die trotzdem noch auf der Haut. Ich könnte mir vorstellen, dass das beim Sonnenbrand oder so ganz gut ist. Aber warum ist die so dick und so fest und so, ja, klebt wie keine Ahnung was. Jo, ansonsten habe ich nichts mehr für euch zu erzählen. Ich bin gerade dabei, ein Video hochzuladen. Ich habe nämlich heute für euch den Bazargang mit aufgenommen. Also ich habe so ein bisschen hinter meinem Mann und meinen Söhnen hergefilmt. Und zwar habe ich auch gezeigt, wie die ganzen Preise so waren, Obst und Gemüse so ein bisschen, als wir reingegangen sind in den Bazar, aber auch auf dem Klamottenbazar hauptsächlich habe ich gefilmt. Und dann wollen wir das auch ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock gehabt, das alles wieder zu verpixeln, die Gesichter meiner Family. Also seht ihr wahrscheinlich auch meinen Mann und auch meine Söhne, ist mir jetzt auch egal. Ich habe da keine Lust mehr zu, hätte ich ja alles andauernd, jeden Einzelnen, das wäre ja sinnfrei gewesen. Oder ich hätte aufpassen müssen, hätte ich halt vorweggehen müssen. Ne? Aber ich fand das auch manchmal so ein bisschen witzig mit den Leuten, wie sie mein Mann verhandelt haben. Und am Anfang auch die Preise, ne? Die sind ja auch relativ interessant, die er dann immer erfragt von den Bazar-Leuten. Ja, wie gesagt, manchmal sind die schon relativ unfreundlich. Und gerade wenn man verhandeln möchte, also da, wenn mein Mann dabei ist, geht das noch. Der hat ja so einen Esprit, der kommt ja mit allen gut klar. Aber wenn ich dann da sage, also wir haben da schon richtig schlimme Erfahrungen mitgemacht. Ne? Also ich bin hier schon manchmal mit denen, habe mich voll schon gezofft, ne? Habe ich alles schon gehabt. Ja, aber heute ist alles gut gegangen und jo. Aber 500 Liter für eine Handtasche ist schon viel, ne? Oder 450. Ja, genau. Und ansonsten gibt es im Moment nichts. Die Sonne geht jetzt langsam unter hier bei uns. Ich fange schon wieder an zu schwitzen. Ich habe gerade geduscht. Und da kann man eigentlich andauernd wieder ins Wasser und wieder in die Dusche, weil das läuft ständig. Wir werden gleich essen gehen. Unten, wenn mein Mann wieder da ist. Wie gesagt, die wollen jetzt für die Tür die Schlösser holen. Der Gartentyp meinte, dass die vielleicht noch auf hätten, weil sonst ist morgen nämlich alles zu, was doof wäre. So könnten sie es morgen oder vielleicht heute Nacht noch einbauen. Ja, nachts ist kein Problem. hier wird alles nachts gemacht. Dann können die das nämlich machen am Wochenende. Und dann ist das okay, weil man geht ja am Donnerstag. Und Donnerstag darfst du gar nicht mehr mitzählen als Arbeitstag. Deswegen hätte ich das alles ganz schön gerne fertig, wenn er kommt oder wenn er geht. Am Montag muss ich noch unbedingt zur Bank. Und unser Nyphos ist auch fertig. Wir haben eine SMS heute bekommen. Das ging ja mega schnell, ne? Also das ist ja wirklich rupsdiwups gegangen. Wir wollten heute eigentlich noch zur Post. Wir müssen den ja bei der PTT, so heißt die Post hier. Das heißt also hier nicht Post, sondern es heißt PTT. Und da holst du dann den Nyphos ab mit den Papieren, die wir bekommen haben und mit dem Ausweis, wahrscheinlich seinem eigenen Ausweis, nehme ich mal an. Und dann können wir den abholen, hat uns die Dame gesagt, ja, das ist ja ganz gut. Dann haben wir den auch schon mal. Und ansonsten gibt es wirklich nicht mehr viel zu erzählen. Wie gesagt, wir gehen jetzt gleich noch runter und dann werde ich ein bisschen mitfilmen, wieder auch was für Essen und so. Es ist aber auch schon spät, ne? Also ich würde sagen, es ist bestimmt schon 8 Uhr oder wenn also halb 8 mit Sicherheit, die Sonne geht unter. Und das geht ja hier richtig schnell. Ne? Du guckst gerade, die Sonne geht gerade unter und in den nächsten paar Minuten ist sie weg. Jo, war ein relativ entspannter Tag. Überlege mir jetzt gerade noch, ob ich noch das Tagesreview-Video von gestern drehe. Das werde ich noch mal eben machen. Und dann sehen wir uns später wahrscheinlich unten beim Essen. Einer von den Balkonen ist mal runtergebrochen und hat dann drei andere mitgebrochen von diesen Schiffsbalkon. Da ist einer abgebrochen. Ja, und dann hat er die drei anderen, die da drunter waren, mitgenommen. Ja, das ist,
Ja, nee, war keiner. Ist keiner verletzt worden. Aber ist ja eigentlich auch logisch, weil die hätten ja eine Verstärkung machen müssen in der Mitte, ne? Die sind ja richtig weit nach vorne, diese Bootbalkone. Aber sieht schon schick aus. Şarlı yapmış. Bunu hepsini nasıl bitireceğim?